Moin und herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 14 mit dem MTV Gießen und heute zu Bundesligaspieltag Nummer 2 auswärts auf Schalke. Und wir haben das erste Spiel ja schon mal versemmelt gegen Stuttgart, sehr unglücklich. Wir waren die bessere Mannschaft und haben trotzdem 0-2 verloren, mit viel Pech und so. Jetzt wieder Siegsprämie ausgepackt und ich erlaube mir mal wieder nach Frische zu spielen. Wir sind etwa 100 Punkte stärker als Schalke. Schalke ist eine richtig starke Mannschaft, wie man hier sehen kann. Platz 4 in der Stärketabelle. Und ja, dann hoffen wir mal das Beste heute. Auf geht's. Ich weiß nicht, ob es beim letzten Mal schon war oder noch nicht. Nee, noch nicht, da war es noch nicht so weit, glaube ich. Alfonso Perez ist jetzt gegangen. Wir haben 27 Millionen gekriegt. Und ja, das war's. Also, kann er eben nochmal. Er hat es nicht in die, bei weitem nicht in die Ruhmeshalle geschafft. Was ist er denn? So viele Leute, die Perez heißen. Ich gebe lieber seinen Vornamen mit ein. So. Da ist er. Da ist sogar noch einer, der so heißt. Mario Alfonso Perez. Andorra, ja. Dachte ich mir schon. Naja. Da ist er. Ist jetzt bei FC Barcelona. Wieder zurück in Spanien, wo er vorher schon war. Wir haben jetzt ordentlich Minus gemacht, transfertechnisch, aber na gut. Er hat nur 59 Spiele bei uns gemacht. Er war 2 Jahre ungefähr da. Oder eineinhalb sogar nur. Nee, Moment, 2,5. So im Schuh aus, 2,5 Jahre. 1,5 wäre ein bisschen wenig gewesen. Ja, genau, so sieht's aus. Gut, dann geht jetzt weiter mit FC Schalke gegen MTV Gießen. Auf geht's. Weber steht wieder am Tor. Ich meine, Amthor und Weber haben jetzt beide einen Einsatz gekriegt durch das erste Spiel. Deswegen können wir jetzt wieder... Ich habe Lira an eure Ehre. Sehr gutes Ergebnis. Ich habe Angst davor, dass wir den Erwartungen nicht gerecht werden. Ihr seid stark. Die können nichts. Ihr seid stark. Komm, ihr seid stark. Das wisst ihr doch selbst. Habt die Champions League gewonnen, ihr seid amtierender Meister. Das wisst ihr doch. So, dann hoffen wir mal das Beste. Ich bin mal gespannt. Also das ist natürlich ärgerlich, wenn ich so drüber nachdenke, Geiger jetzt fällt eine halbe Saison aus mit seinem Schädelbruch. Aber das ist nicht extrem tragisch, sagen wir mal so. Es ist natürlich schlecht für seine Entwicklung, keine Frage. Aber zumindest haben wir in der zweiten Mannschaft noch ein paar andere Talente, die dadurch mehr Einsätze kriegen werden. Also, ja. Hat auch immer eine gute Seite. Auch wenn das schwer erkennbar ist. Ist die Frage, ob das den anderen was nützt, dass er jetzt ausfällt. Wir werden sehen. Gut, oder auch nicht, weil wir gar keinen Vergleich haben. Aber hoffentlich entwickeln die anderen Leute zumindest in der zweiten Mannschaft sich gut. Vor allem Schwind und Meier, auch wenn das jetzt nicht die Konkurrenten sind von Geiger. Aber okay. So. Da sind wir auf Schalke in der Veltins-Arena. Da haben wir unsere Mannschaft. Und man hört die Ruhrpott-Rufe von den Rängen. Ziemlich deutlich. Und dann drehen wir mal das Tempo auf. Mal schauen, wie es heute läuft. Enttäuscht mich nicht. Wir können nicht noch eine Niederlage gebrauchen. Wir müssen vorne ran. Wir wollen ja Meister werden. Oh, das war schon mal nicht gut. Rottenspacher, auch ein interessanter Name. Gelbe Karte für Junior Flores. Und das heißt ein Freistoß für uns. Zwar kein krasser Freistoß, aber ein Freistoß. Da hat sich nichts getan, das ist das Wichtigste. Ich glaube, ihm geht es noch ganz gut. So, Dröge auf Kwalischewski, der nicht im Abseits war. Und er schießt nicht. Ach Mann, Junge, schieß doch. Dann lässt er sich wieder vom Torhüter über den Haufen rennen. Schön gemacht, Marz. Super.
Was haben wir jetzt? Ich habe es nicht richtig gesehen, aber wir kriegen einen Freistoß. Der kommt auch an. Der kommt auch. Der nächste Pass kommt auch an. Er holt sich den Ball wieder. Alles gut. Dröge und. Ach, hat's. Schade. Das heißt, es gibt einen Eckball. Oh. Die Schalke haben übrigens, soweit ich weiß, ihr erstes Spiel gewonnen. Wir haben unser erstes Spiel verloren. Das Schöne daran, wenn wir ein Spiel verlieren, wir sparen ein bisschen Geld. Aber es ist die Frage, ob wir überhaupt Geld sparen, weil dadurch verliert man ja auch ein bisschen, weiß ich nicht, Fanunterstützung auf Dauer. Och nee, jetzt treffen die schon auch noch hier. Marvin Görz mit dem 1:0 für Schalke. Och Mann, weder Demir. Ja, da haben wir den. War das kein Abseits? Krass. Das ist ja großartig. Zweites Spiel, schon wieder liegen wir hinten. So, diesmal war aber im Abseits. Oh Mann. Wir sind auf Platz 17. Ah, Hilfe. Da wird ja gar nichts gegen ihn unternommen. Der rennt einfach durch. Na gut, ich hab's auch ganz gerne, wenn unsere Leute einfach durchrennen. Ah, schade. Jawohl, kein Abseits. Und 1:1. Ausgleich, jawohl, Malte Kist. Schön, immerhin. Vorlagengeber Malte Falczewski, eine Malte-Malte-Co-Produktion. Schön. So, jetzt nochmal ein Tor, damit uns das auch wirklich was nützt. Mit einem Punkt ist uns nicht viel geholfen. Dröge. Schade. Naja, naja. Wir machen schon wieder Druck. Hilfe. Oh, und die werden wieder nicht aufgehalten. Hilfe. Weg damit. Meine Güte. Boah. Da hatten wir jetzt aber Glück. Das war eigentlich kein Abseits, aber okay. Also zumindest habe ich da keins gesehen, aber na gut. Ah, Hilfe. Meine Güte. Ja, gut. Weiter. Schön. Ah. Schade. Ich will mich gerne über Fernschüsse beschweren. Aber manchmal geht die ja tatsächlich rein. Ja, kein Problem. Schön. Gut gemacht, Corneliusen. Und das war die Halbzeit Nummer 1. Wir haben mehr Torschüsse, aber wir haben nicht mehr Tore. Das prangere ich an. So. Was machen wir denn diesmal? Kist wechseln wir mal aus. Corneliusen darf gehen mit einer guten Note. Jetzt könnte ich theoretisch wieder am Tor einwechseln. Ich mach's einfach mal. Dann kriegen sie beide eine Halbzeit, beide ein bisschen Erfahrung. Ich hoffe nur, dass das nicht heißt, dass er jetzt wieder hinter sich greifen muss. Ja, wie auch immer. Oh, nee, ich hätte Hildebrand auswechseln sollen. Jetzt habe ich ihn sogar massiert, also jetzt... Ich lasse es jetzt einfach mal so laufen. Schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe, dass es sich jetzt nicht irgendwie schlimmer verletzt, dadurch, dass ich ihn jetzt spielen lasse. Also er scheint sich irgendwie wehgetan zu haben. Kann man an dem schlechten Frischewert erkennen. Oh, das war sogar sauber. Bei den Soundeffekten sind die Sachen selten sauber, aber okay. Diesmal schon. Ich finde es manchmal ein bisschen schwer zu erkennen, was sauber ist und was nicht in diesem Spiel. So, Flanke. Und jawohl, schön gemacht.
Flanke und direkt Abnahme von Kwalischewski, genau. Klopp und Kwalischewski hier. Schicke Zusammenarbeit und wir führen wieder. Alles gut. Was heißt alles gut? Wir müssen jetzt hoffen, dass die Schalker jetzt nicht treffen. Sind direkt wieder unterwegs. Junge Flow ist auf dem Flügel. Kjata gibt die Verfolgung auf. Aber zumindest kommt im 16er keiner von denen an den Ball. Jawohl. Ah, schade. Dachte schon, Drücke hatte kurz den Ball. Aber nicht lang genug, um da was draus zu machen. So, jetzt aber. Ah. Guck mal, war das jetzt zum Beispiel sauber? Der wurde da aufgehalten. Der Ball ist weitergerollt. Er wurde aufgehalten und... Und konnte dadurch nicht... Ne? Wurde vielleicht festgehalten oder sowas. Aber ich bin mir da nicht sicher. Wurde auf jeden Fall nicht gepfiffen. Ormand. Oh, das ist gefährlich. Ach, Mann. Diese Tore, gegen die man nichts machen kann. Louis Ormand vielleicht auch. Ach, Mann. Och Mann, och Mann, Luis och Mann. Ja. So, jetzt Kwalischewski. Oh, das sieht gut aus. Und schieß doch. Ah, jetzt kriegen wir 11 Meter. Ach, das war ein Foul. Ja, dann bin ich mal gespannt hier, was das jetzt gibt. Dann wird es ja vielleicht doch noch was. Hildebrand sieht aus, als würde er den treten. Und er macht ihn rein. Der bewegt sich gar nicht, der Achatz. Ach ja, schön. Da sind wir wieder vorne. 3:2 MTV nach dem Elfmeter von Nico Hildebrand. Schön. Aufpassen. Okay, immerhin keine Ecke. Kann aber trotzdem gefährlich werden, so ein Einwurf. Vor allem, wenn er so weit wirft, wie das jetzt schon aussieht. Oh, das ist wie eine Ecke. Ah. Meine Güte. Okay, jetzt aber. Kwalischewski, das sieht gut aus. Keiner hält ihn auf. Jetzt schießt auch. Jawohl, 4:2. Ach, das tut gut. Malte Kwalischewski. Schön. Armin Vukomanovic. Ach ja, den kennen wir auch noch. Schön, immer wieder zu sehen, dass er auch noch Bundesliga spielt. Und er wahrscheinlich auch gar nicht mal allzu schlecht ist. Schön gemacht von Marz. Auch wenn das gar nicht so gewollt aussah. Aber der Ball war weg für Demir. Es gibt nochmal einen Einwurf, ne? So, Wechsel bei Schalke. Mangold kommt rein. Stefan Mangold für Julio Flores. Und noch ein Wechsel. Alesevic. Armin Alesevic für Sead Kolasinac. Was war das denn? Kopfball direkt ins Aus? Warum? Jetzt schon wieder so ein Eckball-Einwurf quasi. Hilfe, Hilfe. Ormand und Ruhl passt auf. Super gemacht. Aber danach ist er bald wieder weg. Ach, Mann. Gregori, schön gemacht. Ja gut, weiß ich nicht, warum man den so weit nach vorne spielen muss. Da ist nämlich niemand. Außer Van den Berg und er holt sich den Ball ohne Probleme. Ah, Görz. Schön gemacht, Marz. Gut. Aber Ball ist wieder weg. Und wieder da. Alles gut. Oder auch nicht. Es geht mal wieder hin und her. Zu schnell, um es zu kommentieren. So, jetzt aber. Ja, das kann noch was werden. Aha, Nachschuss, jawohl, da ist das 5:2 wieder von Kwalischewski. Er hat jetzt 3 Tore in diesem Spiel gemacht. Vorlage Franz Klopp. Schön. Ah, Ball ist noch da. Ach, schade. Und das Spiel ist aus. Wir gewinnen 5:2 gegen den FC Schalke 04. Ach ja, das tut gut. Nach der Niederlage gegen Stuttgart sind wir zumindest im Mittelfeld jetzt erstmal und nicht mehr auf den Abstiegsplätzen. Gut. So müssen wir weitermachen jetzt. Wir sind wieder auf der Spur. Gut, man darf jetzt nach dem ersten Spieltag nicht so viel nicht viel Schlüsse daraus ziehen. Aber ja, wie gesagt, ich wäre gern vorne, damit ich mir weniger Sorgen machen muss. Dann können wir auch die Siegesprämie wieder runterfahren. Und so. Naja, gut. Wenn wir sowieso verlieren, müssen wir auch keine Siegesprämie zahlen. Ja, wie auch immer.
Wir sind im Mittelfeld angekommen, wie gesagt. Wie sieht's denn aus hier? Vier Spieler von Frankfurt. Ach, Julian Brandt ist jetzt da. Das ist ja interessant. Oh, der hat in der Schweiz gespielt? Tatsächlich, der war jetzt jahrelang in der Schweiz. Und ist jetzt wieder zurückgekommen nach Deutschland. Ach, das ist ja interessant. Schick, schick. So. Dann, Kwaliszewski hat es in die Mannschaft des Tages geschafft mit seinen 3 Toren. Moment, was sehe ich da richtig? Görz hat jetzt schon 6 Tore geschossen. Er hat im ersten Spiel 4 gemacht und jetzt 2. Ach du Schande. Wahnsinn. Ja gut, ist die Frage, ob er das die Saison über aufrechterhalten kann, ne? Das wird nicht einfach. Gut. Und wir sind die fairste Mannschaft der Liga. Haben noch keine Karte gekriegt, als einziger. Schön. Wie kriegen wir das eigentlich hin? Weil eigentlich sage ich den Leuten, die sollen hart in die Zweikämpfe gehen. Aber trotzdem klappt es ohne Karte. Schön. Unsere zweite Mannschaft gewinnt 4:0 gegen Lüneburger SK Hansa. Dann schauen wir mal, was es sonst noch so gibt. Hildebrand fällt für einen Tag aus. Okay, also überhaupt kein Problem. Er hat sich eine Zehenprellung zugezogen. Mit der konnte er sogar noch weiterspielen. Damit konnten wir das Spiel gewinnen. Mit seiner Zehenprellung. So, Meier und Zacherle schießen Tore. Das ist schön. Gut, gut, gut. Okay. Dann schauen wir mal weiter, wie es läuft. Aber ich stelle fest, ich habe den Eindruck, dadurch, dass wir so viele, dass wir nicht so viele Testspiele gemacht haben am Anfang dieser Saison, haben wir ein bisschen weniger, haben die Spieler sich ein bisschen weniger entwickelt. Also wäre vielleicht doch, je besser, je mehr Spiele man macht, Testspiele in der Vorbereitung, desto besser. Vielleicht sogar insgesamt, dass man einfach immer möglichst viele Spiele machen sollte. Weiß ich nicht. Geht ja auch an die Frische und dann können sie weniger Training machen. Wobei, Spiele sind, glaube ich, das beste Training, oder? Wie war das? Was weiß ich. Sie haben sich verletzt. Schleimbeutelentzündung. 8 Tage. Ärgerlich. So, Transfermarkt schließt in 2 Wochen. Okay. Und Kwaliszewski ist wieder fit. Okay, alles okay soweit. Abgesehen von der Verletzung, die ein bisschen ärgerlich ist. Dadurch können wir jetzt auch keinem Hobby nachgehen oder sowas. Ach ja, nicht zu vergessen, hier die Spiele zu vereinbaren. Oh, es ist kein an der Anmerke. Anmerke. Wie auch immer. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Kleberg. Ach, guck mal, das ist doch jemand, den wir noch aus dem Amateurfußball kennen. Auch aus der Region. Langgöns. Ach ja, sogar der gleiche Landkreis. Auch beides in Gießen. Mal so ein lokales Spiel. Warum nicht? So, was haben wir hier nochmal? Banden zu verkaufen? Oder die bieten aber wenig. Wow, ich schon unterschreibe trotzdem mal. So. Weiter geht's. Schau mal, ob sonst noch was, irgendwas Interessantes passiert zum Ende hin. Ansonsten bereiten wir uns dann schon mal vor für das Testspiel. Das können wir vielleicht sogar mitnehmen, ist ja keine große Sache im Prinzip. Ich meine, jetzt da sich Mettl verletzt hat, oh, jetzt haben wir eine Nachricht bekommen, können wir vielleicht auch Meier hochholen oder sowas. Furtmann hat alle Trainingsziele erreicht, ach, das ist doch auch schön. Freut mich, kümmere ich mich auch gleich drum. Super. Spitzenspiel zweite Mannschaft, schön, schön. Dann nehmen wir mal Meier hoch. So. Und darf er mal hier einspringen. Moment, machen wir mal so direkt hier die Aufstellung. So. Warum auch immer der wieder runtergesetzt wird, wir brauchen den doch auf dem Platz. Wir haben doch nicht genug Leute. Ich verstehe es nicht.
Nee, gut. Das haben wir immer wieder in der zweiten und in der ersten Mannschaft und ich verstehe nicht warum. Na gut, wir machen mal schnell das Spiel hier. Grab den Platz um. Dann hoffe ich mal. Ich habe jetzt in letzter Zeit nicht mehr Schwind und Meier bei jeder Gelegenheit hochgeholt. Hat auch den Grund, dass ich gerne möchte, dass Amthor möglichst viele Einsätze bekommt. Ist ja immer so ein bisschen schwierig, das zu balancieren, dass alle ihre Einsätze kriegen. Und ich hoffe einfach mal, dass sie trotzdem in der, dass die auch ohne die Einsätze in der ersten Mannschaft auskommen. Denn da würden sie ja sowieso nur Testspiele spielen. Ich weiß nicht, ob denen das so viel bringt. Man kriegt halt lieber Amthor ein paar Einsätze mehr. Ich hoffe, davon profitiert er. So. Ein bisschen massieren. Die sind jetzt schon ein bisschen müder in der Tendenz als bei vorherigen Spielen, habe ich das Gefühl. Schauen wir mal, wie es weiterläuft. Auf jeden Fall freue ich mich. Meier hat eine 1,5 geholt. Das ist gut für seine Verhältnisse. Er hat irgendwie immer Schwierigkeiten damit, gute Noten zu kriegen. Im Gegensatz zu manchen anderen Leuten auf seiner Position. Malte Kiss hat sich jetzt eine 1,0 geholt. Die holt sich Philipp Meier sehr selten nur, leider. Gut, ich denke mal, das reicht erstmal. Dann werde ich mal das Spiel gegen Leipzig vorbereiten. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Oh, Nominierung für die Nationalmannschaft. Schön. Aber wir haben schon wieder keinen Trainerposten gekriegt. Kriegen wir irgendwie keinen, wenn wir Nationalspieler sind? Komisch. Na gut, dann ist das wohl so. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 € pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 € geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.